Ja, dann höchstwahrscheinlich eins dieser Monologstücke aus dem Wehrheimat-Monolog oder so etwas. Ist natürlich erst ein Tag, 2 Tage her. Und naja, die Stücke sind eh immer alle gleich, sodass das eigentlich funktionieren müsste. Ja, dann rufe ich das mal ja, gedämpft zu denen hoch. Unbedingt schreien, aber so, dass die es hören auf jeden Fall. Kannst sehen, wie sie sich leicht bewegen, nicht unbedingt überrascht, drehen sich in die Richtung, aus der das kommt, und nehmen ihre drei Disken, das sind tatsächlich auch Kampfdisken, die sie in die Hand nehmen und euch dann suchen. Wir mal eine Sinnenschärfeprobe mit den Maraskanern. Sie finden euch nicht. Ich würde mich dann allerdings zu erkennen geben. Also ich steige dann aus so einem Busch oder wo ich mich gerade hinter verstecke, mit den ja, erhobenen Händen Ja. quasi hervor und zeige mich. Okay. Die Welt ist schön, Bruder, Schwester. Was tust du hier? Also die Schönheit. Plant ihr euer nächstes Stück? Euer erstes war vorzüglich. Vielen Dank, ein Kunstkenner. Du kannst sehen, wie der Erste herunterspringt, steigt, an Lianen tritt, und dann ja, den Baum hinunterkommt und auf dich zu marschiert. Den Diskus lässt er Währenddessen er wieder gerade sinken. an Rodrigo vorbeimarschiert, steht Rodrigo auf aus dem Gebüsch und sagt: Preise die Schönheit, Bruder, Schwester. Sie verkneift die Augen so ein bisschen. Deine Haare sind. Moment, ich muss gerade mal gucken. Schwarz. Ja. Springt 1 Meter, 2 Meter von dir weg und hebt sein Diskus wieder. Rodrigo hat den Schild auch die ganze Zeit vor dem Körper gehalten, aber die Waffe extra nicht gezogen. Du stinkst wie ein Schwein, Fremdigi. Wem bist du denn begegnet? Einem, weiß ich nicht, irgendwas, was mich angefurzt hat. Ich glaube, ein Stinktier. Ja, ihr seid ziemlich. Ich hätte euch eigentlich früher riechen müssen, gegen den Wind sogar. Boah, Bruder, ich riech Schwester, immer was habt ihr ziemlich hier? gut, Bruder, Schwester. Ja, wir haben ein gutes Kraut gefunden und das mussten wir einfach testen. Wer will jetzt euch verdenken? Aber wir haben euch gesehen in den Büschen, beziehungsweise eure kleine Falle, die ihr dort aufgestellt habt. Unser Machwerk. Tatsächlich etwas für unser nächstes Stück, zwinkert man dir zu. Ihr kommt aber nicht von der Straße. Nein, nein, wir kamen von der anderen Seite der Straße hier Also, rüber. wir hätten sonst wahrscheinlich Meldung bekommen, aber schön, dass unser Netzwerk noch weiterhin funktioniert und ihr, naja, wäret ihr von der Straße gekommen, hätte etwas nicht funktioniert. Das ist dann Wir wollten natürlich nicht von unsere. den Hufflepuffs gesehen werden und wenn ihr uns nicht seht, ist das auch gut. Aber nun, vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Wir sind noch mit ein paar mehr Bruderschwestern unterwegs, die auf der anderen Seite noch warten. Wir wollten erst einmal ausloten, ob ihr uns wohlgesonnen seid. Na, zumindest sind wir nicht vom zweiten Finger. Und Rigo zieht aus der Tasche sein kleines Bändchen und ob wir euer Gebiet durchqueren dürfen. Wer ist noch bei dir, Bruder, Schwester? Du führst ein paar Fremdlichis durch den Wald? Ja, nun, Emira Misabu hier, keine Ahnung, die steckt wahrscheinlich noch irgendwo in einem Busch, ist noch bei uns und ja, der Rest sind Fremdigs, die aber alle gegen die Hafajas vorgehen. Von Ymira Misawu habe ich schon durch den Klatsch gehört. Eine Rohan-Gore-Priesterin. Natürlich. Ja, wenn ihr wollt, dürft ihr passieren. Wo wollt ihr denn hin? Wurde mir das überhaupt schon gesagt? Ich glaube schon, oder? Ja, das wurde dir gesagt, nachdem dann der Auftrag erteilt worden ist. Ihr hattet einen Bohrer, einen Verbindungsmann, beziehungsweise Ymira kam dann irgendwann auf dich zu und sagte, dass die Fremdigs in Richtung von Amran Anji wollen und die Endurium-Mine aufsuchen. Ja, wir wollen ins Gebirge, Richtung Amran. Ins Gebirge. Habt ihr denn eine Maraske dabei? Nein, wir haben keine Maraske dabei. Die solltet ihr euch am besten noch einmal besorgen. Die Zeiten sind ja seit einiger Zeit so dahingehend, dass wir nur noch mit Maskenführer durch die Dschungel laufen. Etwas hat sich verändert, Bruder, Schwester. Ihr habt einen Nicht ihr, Anführer? nein, aber wir kennen welche. Und naja,
Wir sind auch nicht scharf darauf, in das Gebirge zu marschieren. Wir suchen lieber unser Glück an der Straße. Die Tiere des Waldes haben sich verändert, Bruder, Schwester. Das weiß ich, das weiß ich. Aber nun, wir werden nicht von unserem Weg abgehen. Wo habt ihr hier in der Nähe ein Lager? Und ich weiß nicht, ob es schon zu viel der Hilfe ist, die ich von euch anfrage, aber könntet ihr uns einen solchen Führer mit einer Maraske zur Verfügung stellen? Ja, vor, sagen wir, einem Tag, vor 2 Tagen, in der Nacht war es, sind viele, viele der Hafaias in Richtung Dschungel gerannt und begannen ein Schlachtfest. Wir konnten natürlich den einen oder anderen ausschalten, aber sie waren so dermaßen viele, dass sie 3 Plantagen von uns geholt haben und seitdem haben wir in dieser Nähe nicht mehr so sehr viel. Der nächste ist wohl 3 Tage von hier entfernt, eine Plantage, die zu uns gehört, Reis und Schatak. Liegt es auf dem Weg? Wenn ihr ins Gebirge wollt, ja. Würdet ihr uns den Weg dorthin beschreiben, dann Überhaupt würden wir kein sicherlich Problem. einen kleinen Umweg einplanen. Er deutet einmal in Richtung Osten. Folgt einfach dem schmalen Pfad durch den Sumpf Rabar, bis ihr zu den grünen Wurzeln von Sansa gelangt. Dort werdet ihr euch nach Osten und zieht zu den Böden von Zulmir. Von hier aus könnt ihr dann die Plantage nicht mehr verfehlen. Vielen Dank, Bruder, Schwester. Gerne. Ihr habt mir sehr geholfen. Können wir für euch noch etwas tun? Vielleicht haben wir etwas, was ihr benötigt. Nun, unsere Disken sind scharf wie eh und je. Nein. Vielleicht können wir euch davon erzählen, dass einigen Leuten von uns es gelungen ist, obwohl wir fremde Jedi sind, Belharion Benning zu verletzen. Nicht zu töten, aber dennoch schwer zu verletzen. Den Anführer der Ungeschaffenen? Ja. Nickt er? Das ist Einer nur ein weniger. Trost. Leider nicht, wie ich schon sagte, wir konnten ihn nicht ins nächste Leben schicken. Gut, dass Also Jalan gut, nicht also dabei gut. ist. Eines könnt ihr noch für uns tun. Er wendet sich dann in Richtung von Petitjian. Die Schmiedin, die gegenüber von Onkel Raduijab wohnt, die mit dem Oberlippenbart. Die könnt ihr von mir grüßen. Ihr könnt ihr ausrichten, dass es mir gut geht. Oh, das werde ich. Wie ist dein Name, Bruder, Schwester? Ich bin Denderan. Gut, ich werde sie ausrichten. Vielen Dank. Ja, dann drehe ich mir wieder zu Rodrigo und Elmira Misabu um und dann. Wir sollten den anderen Bescheid geben. Ja. Könnt ihr wieder, ja, durch den Dschungel zurückpirschen, einmal schnell über die Straße wieder rüber und findet sie dort, wo ihr sie zurückgelassen habt. Kasim wirft euch gleich einen fragenden Blick zu. Rodrigo nickt und macht so einen kurzen Daumen-Hoch-Bewegung beim Laufen. Alles super, wir können den Gebiet durchstreifen und haben sogar ein paar Zusatzinformationen. Wir müssen uns wohl noch unseren komischen Führer suchen. Maraskenführer oder so? Oder Taraskenführer? Ich habe das nicht ganz verstanden, das Wort. Müssen wir wohl irgendwie uns noch suchen? Oder könnten wir uns suchen, der uns im Gebirge weiterhilft? Weil das Gebirge wohl sehr gefährlich ist von irgendwelchen komischen Kreaturen. Vielleicht kann Drindigian, vielleicht könnt ihr das noch irgendwie erläutern. Die Ungeschaffenen, je weiter man nach Norden kommt, desto stärker werden sie. Die Pflanzen und Tiere sind ja nicht mehr das, wie Ruhr sie geschaffen hatte. Sie sind verformt und ja, nur noch ein perverses Ebenbild ihrer selbst. Verdorben, der richtige Ausdruck. Genau. Gut. Ja, Brindigen, du weißt, wo es lang geht. Ich sag, teile das am besten noch. Ah, Imre war ja auch dabei, die Leute auch ganz vorne mit. Alles klar, dann passt das. Ja, Wieber, machen wir eine Pause oder ziehen wir weiter? Wir gehen über die Straße rüber und dann schaut einmal zum Himmel. Wir haben wohl noch 3 Stunden, die wir laufen müssen. Tut mir leid.
Gut. Rodrigo dreht sich wieder rum und ja, geht wieder in die Hocke zum Abwarten, dass es losgeht. Allesamt rüber über die Straße in breiter Formation. Euch ist natürlich klar, dass ihr beobachtet werdet, aber diesmal von, ja, kein Hafaias, sondern von Widerstandskämpfern. Könnt ihr auf der anderen Seite wieder in den Dschungel eintauchen, die übliche Formation wieder einnehmen, die Schützenreihe wieder aufnehmen und dann beginnt es wieder. Es ist wieder unglaublich heiß. Die Wegbeschreibung, genau das ist das Problem. Folgt dem schmalen Pfad durch den Sumpf Rabar, bis ihr zu den grünen Wurzeln von Sanzarak gelangt. Dort wendet ihr euch nach Osten und zieht bis zu den Böden von Sulmir. Dort ist die Plantage. Das Problem, was ihr habt, ist, dass ihr, ja, auf dem Weg, der euch gewiesen ist, immer wieder Probleme habt, euch zurechtzufinden. Mal ist es Sumpfwand im Wald mit etwas größeren Wurzeln, dann sind es große Wurzeln mit etwas sumpfigem Waldland und dann wieder sind es Waldböden unter großen Wurzeln mit manchen Sumpflöchern. Na, ich bin so froh, dass ich nicht entscheiden muss, wo ich hier lang gehen müsste. Gar kein Problem, Bruder, Schwester. Wir werden uns dann, also zumindest ich werde euch nicht die Gebirge begleiten. Das heißt, ihr werdet dann auf Brintigian vertrauen müssen, aber der kennt sich hier natürlich auch aus. Und naja, ihr solltet euch es am besten merken, wie man hier geht. Tippt sich auf die Nase. Aber naja, ihr habt ja noch viel Zeit und die Schönheit kennenzulernen. Vielleicht können wir noch ein, zwei Mal sagen, wie der Weg genau lautet, dann könnt ihr es wahrscheinlich besser merken. Ihr könntet auch eine Karte malen. Ja, gibt es denn jemanden, der kartografisch begabt ist? Ja, ich mach das, meldet sich Sari, die ein bisschen vor dir steht. Super. Ich versuche das Ganze irgendwie ein bisschen nachzumalen und die Grenzen einzuzeichnen, aber das ist schon ziemlich schwer. Ich mach das normalerweise bei Küstenlinien, aber nicht mit Sumpf und Baum und Wurzeln. Das ist wohl eine, im wahrsten Sinne des Wortes, wunderschöne Herausforderung. Aber ja. Emi, sag mal, wo willst du denn überhaupt hin, dass du uns noch nicht bis zur Mine begleitest? Naja, in die Gebirge möchte ich ungern ziehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Angst habe, sondern eher damit, dass meine Hilfe anderswo gebraucht wird. Na, wenn du das sagst. Aber ihr habt ja Brindicia. Na, wenn ihr das sagt. Das werden wir sie schaffen, Bruder, Schwestern. Mit dem Führer werden wir sicherlich dort ankommen. Ja, du bist der Führer, Brindigian, genau. Ja, das ein oder andere Mal muss gerade gucken, Yalan anhalten und Geron legt ihm wieder die Hand auf die Schulter, bedeutet ihm zu warten. Kannst sehen, wie vor dir eine riesige Ameisenkolonie vorbeizieht, Reihen gibt. Und die Ameisen etwas größer sind als auf dem Festland und etwas gefährlicher aussehen. Ihr hockt euch dann wieder ab, wartet ungefähr 10 Minuten und dann ist diese Ameisenstraße wohl weitergezogen, wo auch immer sie hinwollen. Die Expedition nimmt wieder Fahrt auf. Ihr könnt euch das ein oder andere Mal ein paar Bambusstöcke abschlagen und ja, leider gibt es darin kein Wasser. Das fällt wohl immer erst abends, sodass ihr ziemlich durstig werdet. Und dann beginnt der Regen. Ihr seid unglaublich kaputt und es ist heiß. Dann, wenn der Regen, der warme Regen runterfällt, die an den Blättern entlang läuft, ist es fast wie eine Erlösung. Vor allem, weil ihr dann wisst, dass die Dämmerung bald beginnt und dass ihr euch endlich auf die Bäume zurückziehen könnt, dass eure Füße, eure schmerzenden Füße, die pochern und puckern, ausgeruht werden und ihr habt es geschafft. Ihr seid zwar noch nicht im eigentlichen Gebirge, aber ihr könnt euch wieder ausruhen. Brindicern. Das Wasser, was hier runterfällt, kann man nicht einfach trinken, oder? Das Wasser, was hier runterregnet, wenn ihr es direkt aus der Luft schnappt, schon, aber nun, ich zeig euch, wo ihr Wasser findet. Ja, genau, ich wollte nur wissen, die andere Technik kenne ich schon, die ihr mir gezeigt habt, mit dem Bambus. Aber danke, okay, ich wollte nur wissen. Das ist die sicherste. Ihr könnt auch Wasser auffangen, wenn es regnet, mit einem Behälter. Es sollte ja auch viele Bäche oder Flüsse in der näheren Umgebung geben, aber das Wasser dürft ihr nicht sofort trinken, das müsst ihr erst abkochen. Und ihr müsst aufpassen, es können viele giftige Tiere in der Nähe
der Bäche sein. Okay, entschuldigt, Kasim, ich wollte nicht unterbrechen. Brindidlian, eine Frage hätte ich. Bitte. Ich habe ja vorher so einen Bambus in der Hand gehabt, die sind sehr leicht und elastisch. Kann man daraus Stäbe binden? Stäbe binden? Für welchen Zweck? Ein Magierstab. Ich will es nicht ausschließen, aber auf Maraskan bevorzugen wir den Eisenbaum als Stab. Eisenbaum. Ich kenne nur Steineiche. Nein, eine Steineiche kenne ich nicht. Eisenbaum heißt der. Vielleicht kommen wir an einem vorbei, dann zeige ich ihn dir mal. Ja, na, wenn sie ähnlich sind, wäre ich vorsichtig mit. Also Steineiche sieht Blitze an. Ihr geht noch etwa eine halbe Stunde weiter im Regen. Es ist natürlich etwas erholsamer, wenn euch dann Schweiß und Wasser zusammen runterläuft. Aber dann kommt ihr an ein kleines fließendes Bächlein, beziehungsweise geht noch etwas weiter und dann wird es etwas lauter. Das Rauschen von Wasser, das steht ja auf einer wunderbar rot leuchtenden Lichtung. Ein kleiner Wasserfall, der sich hier etwa 2 Meter nach unten ergießt, also nicht unbedingt groß, da ein kleines Auslaufbecken gibt und der dann weiterläuft als Quelle. Das Wasser ist kristallklar und hier wird dann auch Emira Bisabu stehen bleiben, zufrieden nach oben gucken, auf einen der Mammutbäume, die hier stehen, die weit nach oben ragen und ebenso wie es vor vielen, vielen Stunden, zumindest kommt es euch so vor, es ist ja eigentlich nur ein Tag her, wird sie dann diesen Baum erklimmen, die Seile mit nach oben ziehen und ja, dann verschwindet sie erstmal, lässt nach ungefähr 2 Minuten das erste Seil nach unten gleiten und kommt dann erstmal wieder nach unten. Und Rigo, der schaut auf jeden Fall auf dieses kristallklare Wasser und jetzt, nachdem der gesamte Tag langsam von ihm abfällt, er ein wenig in dem Modus, dass er am liebsten sich gleich schlafen legen würde, lächelt er. Okay, das ist doch vielleicht ein bisschen wunderschön. Und richtet sich dann wieder zu den Seilen aus. Er fährt das auf unserer Seite. Ah, ist aber erstmal ausgezogen mit den Stiefeln. Er da steckt seine Füße in das Wasser, legt sich auf seinen Rücken und blickt zum Blätterdach empor. Ah. Ja, das Rauschen ist echt beruhigend und musst dich selbst beherrschen, damit du nicht gleich sofort hier einschläfst. Würfel mal. Die anderen können sehen, wie sich von den Füßen, die jetzt ins Wasser gehalten werden, wie eine Wolke breitet sie sich aus und zieht in alle Richtungen, dann wird es von der Strömung erfasst. Ist es ein bisschen Blut dabei? Ist es wohl vielleicht auch ein bisschen Eiter dabei? Die Füße von Ephadaios sind ziemlich rot und geschwollen, wie alle eure Füße, je nachdem, ob ihr sie auszieht oder nicht. Und dann zusammen mit dem Rauschen des Wasserfalls das tiefe Schnarchen des Ephadgeweiht. Ich glaube, wir sollten ihn wieder aufwecken, Bö. Ja. Und Rico, wenn wir da hingehen und ihn an die Schultern sozusagen packen, sich dann sozusagen ihn dann sozusagen ein Stück weiter rechts hieven und ihn dann sozusagen mit um die Schultern geschlungen aus dem Wasser ziehen, um ihn da sozusagen jetzt stützend zu dem Baum zu bringen. Aber nicht die Beine hoch. Rico, gönnt dem Mann doch ein wenig Ruhe. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Wasser so ungefährlich ist. Rodrigo zuckt mit den Achseln. Es ist Wasser, er ist ein Eferdi, ungefährlicher wird's nicht. Ja, wissen wir nicht so genau. Mein guter Freund, ihr seid eingeschlafen. Schlaft ihr nicht in Maraskan, wenn wir doch auf den Baum wollen, dann erschlafen dürfen. Ich hab meine Augen nur ausgeruht. Schon in Ordnung. Danke, Rodrigo. Ich wäre wahrscheinlich auch eingeschlafen, wenn ich mich hingesetzt hätte, deswegen setze ich mich momentan nicht hin. Ich glaube, wenn ich mich gleich in meine Astgabel fallen lasse, gehen meine Augen auch zu. Wir müssen heute nicht weit gekommen, aber boah, war das anstrengend. Rodrigo nickt. Ja, es war kräftezehrend. Einmal auf die andere Straßenseite, Bruder, Schwestern. Das ist doch schon mal was. Wie lange müssen wir noch laufen? Also auf der Karte kann man jetzt ganz gut sehen, bis wir wo es geschafft haben. Das ist die Anzeige, bis wohin wir es jetzt heute geschafft haben. Bis dahin. Nicht die Frage. Bis dahin wollen wir. Und wie weit ist das? Weit. Ja.
Und also hier kommen wir noch leicht voran. Also wie gesagt, im Dschungel schaffen wir etwa 5 Meilen pro Tag. Etwas schwieriger wird es dann im Gebirge. Stell dir mal vor, Alan, du würdest in deiner Rüstung stecken. Wäre das nicht so lustig. Ich glaub's auch. Ja. Wir sollten uns jetzt alle ausruhen. Ja, Alan, was er nicht umbringt, macht er nur härter. Dass ich mir von euch ja wohl nichts von Härte anhören muss. Von mir nicht? Nee, ach so, stimmt. Ich bin ja derjenige, der jedes Training mitmacht, von jeder Einheit und auch jedes Mal. Ja, schon in Ordnung. Also gut, Männer, rauch auf die Bäume. Ja, Rodrigo klettert vor. Wir haben es ja gehört. Am besten jemand, der sich noch etwas zu trinken mitnehmen will. Da sind die Bambusstöcke, schlagt euch etwas ab. Ihr habt das ja schon gestern bei Brindigian gesehen. Trinkt viel, trinkt reichlich. Ja, auch Rodrigo trinkt und macht sich auch seinen Wasserschlauch wieder voll und trinkt, also er versucht gut und jetzt ein Dreiviertel Liter Wasser zu trinken und nochmal einen halben Liter Wasser in den Beutel mitzunehmen. Mhm. Und dann klettert er erst hoch. Wie gesagt, das Problem ist tagsüber, dass ihr wenig Regenwasser zur Verfügung habt, dass das Wasser in den Beuteln, wenn ihr was mitnehmt, sehr schnell anfängt zu faulen, weil sich das Leder in dem Lederbeutel ablöst. Und dann mit sich ziemlich unangenehm mit diesem Wasser vermischt. Es ist zwar noch trinkbar, aber es schmeckt richtig abgestanden. Und wenn ihr dann jetzt diese Bambuspfeiler abschlagt und dann da das gefilterte Regenwasser aus diesen Bambusstöckern heraustrinkt, ist es fast wie eine Erlösung. Ihr fühlt euch auch so ein bisschen in diese Taverne zurückversetzt mit Boran, als ihr diesen komischen Weizensaft getrunken habt. Es ist fast wie der Himmel damals gewesen. Damals. Das ist ja eigentlich nur 2 Tage her, aber es kommt euch fast wie eine Unendlichkeit vor. Ja, und so könnt ihr dann nach und nach mit geschundenen Füßen nach oben klettern. Deine Kletternprobe, sie ist erschwert um 2. Ja, nee, gut bei dem Wurf. Erschwert um 2, dann muss ich gucken, ob ich Glück habe für die Kletterprobe. Habe ich, dann würde ich meine 20 nachwürfen, weil ich habe nämlich nur einen Punkt übrig. Mhm. Bei 1 bis 19 ist die Probe noch gelungen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, wie sieht das aus mit Kasim? 7 Punkte daneben? Ja, ich glaube, Kasim investiert einen Schicksalspunkt. Also, ich möchte das nicht aus irgendwie 7 Metern abstürzen oder so. Das wäre unangenehm. Komplett neu würfeln in dem Fall. Ja, dann hat es auch nicht geschafft. Ja, dann hat keine Erschwernis eingetragen. Minus 1 wird nie gar nicht. Er hat einen Punkt, plus, kann plus, aber nur einen Punkt ausgleichen. Minus 0, genau. Ach komm schon. Ja, Kasim ist irgendwie einer mit der letzten, die versuchen nach oben zu kommen. Viele andere sind dir schon vorbeigezogen. Und es ist natürlich immer was anderes, wenn du in den Gebirgen nach oben kletterst. Da hast du immer irgendwie einen Stein, an dem du dich nach oben ziehen kannst. Aber das ist jetzt einfach nur ein Seil, was nicht mal Trittschlaufen oder sowas hast. Und versuchst immer wieder nach oben dich zu ziehen, aber die Kraft ist einfach nicht mehr da. Es ist zu anstrengend. Versuchst nochmal so einen Schluck aus dem Bambusrohr zu trinken und neue Kräfte zu sammeln. Und dann kannst du sehen, wie Ameisen an deinen Füßen nach oben klettern, dich zwicken und beißen. Ihr seht, wie Kasim das Gesicht verzieht. Von oben. Er sagt aber nichts. Er würde aber wahrscheinlich weiter versuchen, hochzuklettern. Weg von diesen dreckigen Mistviechern. Du versuchst es wieder und dann kannst du sehen, wie Viborn dir unter anderem hilft. Das Problem ist, die Ameisen haben sich tief in deine offenen Wunden auch eingegraben, haben gezwickt und irgendwas herausgeschnitten und dementsprechend kommst du 2 SP von den Ameisen. Dann sind sie aber allein von deinem Baum, von deinem Bein herunter, noch einmal abgestriffen mit deiner Hand, sodass sie dann auch vielleicht da noch mal ein bisschen reingebissen haben. Und mit der letzten Kraft der Verzweiflung ziehst du dich dann nach oben. Vibun hilft dir, wie gesagt, noch ein bisschen. Den Rest musst du dann alleine machen, weil auf so einem Mammutbaum kann dir Vibun auch nicht helfen. Und dann stehst du oben neben so einer Astgabel, wo die anderen sich schon hingelegt haben oder noch gerade sich den Platz dort oben angeguckt haben. Oh Gott, was? Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich vermisse die 6000er. Sagt er, während er sich so
sondern irgendeinen Platz zum Schlafen sucht. Ja, Rodrigo wird seine Socken ausziehen, seine Schuhe ausziehen, seine Socken ausziehen, Socken nochmal ausschütteln, die Zehen ein wenig bewegen, sich nochmal einen Leinenverband nehmen, die Füße ein wenig abwischen, dass sie richtig trocken sind, bevor er dann in die Schlafsocken hineinschlüpft. In die Schlafsocken. Ja. Ihr merkt, dass hier stinkt. Nicht nur Rodrigo mit seinem Schild, sondern auch die anderen. Ihr seid komplett durchnässt, durch Schweiß, durch Regen und ihr riecht noch einmal an euch. Es fängt auch ja so ein bisschen an zu müffeln, zu riechen. Das Leder, die Seide, je nachdem, was ihr gerade tragt. Ja, Rodrigo, der stinkt. Schaut dann nochmal die anderen an. Ja, das ist eine gute Idee. Stellt sich hin, lässt auch noch die Hose runter, pinkelt noch einmal runter, nachdem jetzt alle oben sind, dass er auf keinen Fall jemanden trifft von seinen Freunden. Und ja, wird sich dann auch in so einer Astgabel gucken, dass er sich rein da bequemt, den Rucksack wieder so hinlegen am letzten Mal und ja, sich einfach mal drauflegen, um zu gucken, dass er so viel Schlaf wie möglich bekommt. Wenn jemand von ihm will, muss er ihn wohl jetzt ansprechen, denn das ist gerade egal. Rodrigo muss wenigstens ein paar Stunden ruhen, wenn er dann ist. Geron hat gerade sein Oberteil ausgezogen, alles das, was er irgendwie die tagsüber am Leib trug und hängt es jetzt gerade irgendwie an so eine Liane auf. Sieht fast aus wie so eine Wäscheleine und hängt das alles so drüber, damit sie jetzt trocknen kann. Und du warst aus. Ja, natürlich, es stimmt. Steht auch wieder auf und fängt auch an, deinen Scheiß da aufzuhängen, dass es trocknen kann. Er hofft, dass er es richtig macht, nicht, dass es nachher runterfällt oder so. Was ist Hauswirtschaft? Genau, kennt ihr ja schon, zumindest du. Wer seine Sachen trocknen möchte, eine Hauswirtschaftsprobe bitte. Sie ist erschwert um 1. Für Marias kann Kundige nicht. Ja, ist er schwer oder auf. Keine Probe? 5 Punkte über! Einfach Hauswirtschaft. Ich habe keine Hauswirtschaft. Trotz. Ach, in Hauswirtschaft ist Charisma drin! Oh Gott! Super. Und Finger bin ich keine. Hab ich ein Glück? Das ist ja total sinnvoll, mit Charisma. Oh, Gott. Ich habe keine Hauswirtschaft. Ich